Schau, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video mit der Lilla-Ascation. Hallo, Tobi. Hi. Schön, dass du da bist. Alles klar, gut. Leute, wir haben mal wieder einen Monat gewartet bis zu diesem Video, denn wir haben gewartet, bis ihr genügend Vorschläge gesendet habt für random Map-Codes. Ich muss ganz kurz rülpsen, Moment. Ihr habt auf jeden Fall wieder richtig fleißig kommentiert, meine Freunde. Und eine Sache, die ich euch nur mit auf den Weg geben kann, nutzt auf jeden Fall meinen Creator-Code REVINSIDE, wenn ihr euch Skin kauft, weil Artikel 13 ist nämlich jetzt durch und ich, wäre einfach nice, wenn ihr es nutzen würdet. Danke. An der Stelle, meine Freunde, wie gesagt, wir gehen heute wieder hin und schauen uns random Map-Codes an, die ihr uns geschickt habt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Code an. Ich habe mir die hier alle im Teamspeak schon mal aufgeschrieben, Leute. Ich habe keine Ahnung, was es ist, Leute. Wie gesagt, ich weiß nicht genau. Ich habe mir nur die Codes rauskopiert und hoffe einfach, dass die Maps, die ihr mir geschrieben habt, auch tatsächlich funktionieren. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was heute so dabei ist. Hey! Flappy Bird heißt die Map. Ja, moin, dann mal rein da, Alter. Ich bin gespannt, Leute. Oh mein Gott, wie lange ich keinen Flappy Bird mehr gespielt habe. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal Spiel starten. Und dann gucken wir mal, was hier so Flappy Bird-mäßig unterwegs ist. Okay. Oh mein Gott, hier ist der Flappy Bird. Guck mal, Digga. Alter. Hä, ist der mal ultra geil, okay? Geh jetzt hoch, guck mal, okay. Okay, da ist der Flappy Bird. Aber ich bin eine Katze, ich kann doch nicht Flappy Bird spielen. Also. Hä, das war's jetzt? Okay, was? Hast du den Ballon genommen? Nee. Er ist weg. Hast du. Ah, da. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Und jetzt? Aber muss ich nicht mehr? Ach, und jetzt müssen wir hier durch. Mit den Ballons steuern. Oh mein Gott. Ach, so funktioniert das. Okay. Ach, wir haben unendlich Ballons. Alter, ja. Ich bin Level 3. Ah, okay. Okay, ist relativ nice. Digga, ich gehe hier durch. Level 4. Level 5. Tot. Ey, unfair. Okay. Das ist eine ziemlich geile Map tatsächlich. Das ist ein geiles Prinzip eigentlich, oder? Im Prinzip? Ja, im Prinzip ist es ganz geil eigentlich. Ja, gefällt mir auch. Ah! Oh mein Gott, Alter. Aber okay, das ist ziemlich cool gemacht, schwer, tatsächlich. Au. Ich bin bis 6 Punkte gekommen. Wenn du es toppst, dann kriegst du von mir Lob. Nice. Lob, Alter. Aua, Felix Lobrecht. Gut, ich hab's nicht geschafft. Ja, ganz geile Map eigentlich. Ich meine, wir wollen die jetzt nicht komplett durchspielen. Aber an sich, eine echt nice Idee, muss man auf jeden Fall mal sagen. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und auch hier vorne, dass er diese Röhren hier reingebaut hat. Diese Flappy Bird Röhren, diese typischen hier, auf denen ich hier gerade stehe. Mag ich auf jeden Fall. Und die Fallen hier gehen gar nicht los. Guck mal, Leute, die Falle kann mir nichts antun. Du bist dumm, Falle. Du bist ganz schön dumm. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall die Flappy Bird Map. Mega, mega nice. Ich habe keine Ahnung, wer den Kommentar geschrieben hat, aber auf jeden Fall danke an dich. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen uns direkt die nächste Map an. Und es ist die neue Map. Ich bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Der Map kommt wahrscheinlich auf uns, verstehst du? Okay, ja, toll. Alter, guck mal, das soll auch eine gute Map hier sein. Welche? Escation YouTube Insel 1. Okay, schauen wir mal ganz, was da drin steckt. Tobi, Alter, ich bin mal gespannt. Eine coole Insel. Was ist was für eine heftige Map das? Das ist tatsächlich eine coole Map, ne? Tobi. Nein, wirklich. Also, nee, hier. Wo bist du? Hier. Okay, Tobi, was ist das? Hast du das selber gebaut? Ja. Was muss man da machen? Muss man sich da reinschießen? Ja, da liegen Waffen. Also, das ist so Waffenroulette mit Kanonen. Habe ich ein Video gemacht. Also, da. Der hier ist keine Waffe drin. Ja, muss der Typ. Ganz tolle gehen? Map, Tobi. Ganz tolle Map. Super. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen direkt zum Zentrum zurück. Tobi, richtig starke Map, die du da gebaut hast. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Maple Market von Let's Play TDV. Let's go. Rein da. Ich glaube, das war Let's sogar jemand place. Aus der Community. Und ich bin gespannt, was die Person hier gebaut. Alter, was eine Map. Hä, ist ja mal ultra heftig. Oh, jetzt Junge. Lädt sie. Jetzt lädt so. Sie. Oh mein Gott, bei mir war tatsächlich gar nichts drin. Bei mir auch nicht. Ich dachte. Oh mein Gott, okay, wir machen mal Spiel starten, Alter. Ich dachte, das wäre es gewesen, ja, Junge. Ich dachte, hä, was ging jetzt ab? Boah, geil, Alter, guck mal. Wow, aber ist eine One-on-One-Map, ne? Wie ich hier sehe, mit Kisten und so. Nee, brauchen wir jetzt aber auch nicht spielen an der Stelle, okay? Ich will sie mir einfach angucken. Tobi, ich möchte mir die Map einfach nur anschauen. Nee, Spaß, wir schießen nicht. Wenn du schießt, okay. Bist du ehrenlos. Wir haben guten Loot. Ach, das ist wie Survival Games. Guck mal. Hör auf. Ach, das ist Survival Games Map, glaube ich. Guck mal. Oh mein Gott, das ist das Survival Games. Games Map. Startet man hier oben? Ja, lol. Hä, das ist ja wie bei Minecraft damals. Guck mal, Leute. Das sind halt viel zu viele Kisten wahrscheinlich. Also, weil hier sind halt überall Kisten so. Aua! Hör auf. Ich bin unsichtbar. Tanz. Nee, tanz bist du. Ich bin unsichtbar. Alter, ich sehe dich nicht. Hä? Wo bist du? Ich bin unsichtbar. Ich sehe dich nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Tobi, ich bin unsichtbar. Junge, das war ich nicht, Mann. Das, ja, weil ich unsichtbar Junge, gewesen bin. Okay, ja. Leute, also wir schauen uns mal ganz kurz mal die Map hier an. Wir haben auf jeden Fall so ein Hauptgebäude, in der Mitte so ein Marktplatz und hier überall so ein kleines Dorf drumherum. Finde ich persönlich ganz geil. Kann man die Sachen abbauen? Das geht auch. Richtig, richtig cool gemacht auf jeden Fall. Not bad auf jeden Fall. Also wenn das echt jemand aus der Community gewesen ist. Tobi? Warum? Erklär mir warum, Tobi. Ich hab nichts du warst getan. Unsichtbar, ich hab dich nicht gesehen. Achso, okay. Aber gut. Ist eine oh mein Gott, das ist auf jeden Fall echt cool gemacht hier. Also wie gesagt, hier sind überall halt Stühle und sowas umgeworfen. Also, das ist richtig, richtig detailreich gemacht. Das kann man das auf jeden Fall Stühle sagen. Stühle umgeworfen. Ja, das hat es normalerweise nicht. Aber auf jeden Fall eine echt coole Survival Games Map. Kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz kurz von oben, wie das hier so aussieht. Wenn Tobi mich jetzt nicht. Tobi, bitte schieß mich nicht runter an der Stelle. Dankeschön. Gucken wir mal ganz kurz, was die Map so kann. Und im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die schon ziemlich gut, die Map. Ehrlich, ich finde sie echt nice. Tobi, wie gefällt
gefällt sie dir? Ja. Tobi. Nee, ist eine echt coole Map, finde ich. Gefällt mir. Findest du sie geil? Ja. Brauchst du auch nicht hier hochkommen, ne? Hier ist Hausverbot. Ehre! Vorhaut! Leben! Ja gut, ich hatte 1 HP. Leute, ich würde sagen, zurück zur nächsten Map. Ich habe auf jeden Fall 2-1 gewonnen gegen Tobi, weil der schlechteste in Survival Games. Ich würde sagen, nächste Map. Da ist die nächste Map, meine Freunde. Ich würde sagen, let's go rein. Der Lunelit YouTuber hat auf jeden Fall hier eine Map gemacht. Und ich bin gespannt, was mal wieder dahinter steckt, Leute. Gucken wir mal ganz was rein. Wir haben auf jeden Fall gerade in einem Maislabyrinth gestartet. Oh, ich glaube, es ist eine Labyrinth-Map. Okay, lass mal zusammen. Moment, jetzt. Oh. Ah, jetzt nicht. Oh. Wow, ein. Wow. Boah, Digga. Oh mein Gott, okay, wow. Wow. Moment mal, kennen wir die nicht? Nee, das ist nicht die Map, die wir hatten, Tobi. Aber die sieht aber ziemlich ähnlich, ne? Sieht ziemlich ähnlich aus. Alter. Okay, wo bist denn du? Okay, wow. Wow. Das ist krass. Ich bin hier oben in einem Wald irgendwie. Warte, ich komm mal zu dir, Tobi. Auch im Wald. Ich habe eine Fortnite-Münze gefunden. Und das Beat geht rapapampam. Hör auf. Tut mir leid, ich war es nicht. Hör auf. Ich war es nicht. Okay, wir laufen hier durch den Wald, Leute. Ihr habt's gerade gesehen. Hier steht eine Stadt. Hier kann man nicht. Hier kann man nicht entlang. Alter, hier sind Barriereblöcke. Wir müssen jetzt hier einen Ausgang finden. Ah. Kiste? Hier in dem Haus, oder? Was war da? Ich hab eine Pistole. Okay, da schießt ein Bot da oben. Pass auf, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwo einen Ausgang finden. Ah, okay, okay, okay. Hier geht's in der Höhle. Da müssen wir mal aufpassen, dass hier noch irgendwas drin ist. Hier ist ein Bot, schieß! Schieß, bitte! Oh. Hab ihn. Okay. Das Leben gerettet, Alter. Bin ziemlich gut, ne? Guter Teamplayer bin ich. Ziemlich das gut. Das ist die nächste Kiste hier vorne mir. Okay, crazy, Alter. Ey, ich hab gar keine Waffe bekommen. Hör doch auf zu lügen, Alter. Da steht eine Statue. Was ist wo? Das? Das ist ein Transformer. Der schießt da raus. Ist down. Okay, das ist ziemlich Slenderman. Cool. Das ist wirklich eine geile Map eigentlich. Ist so eine Adventure-Map halt. Ein bisschen besser natürlich, als die letzte Mal gespielt haben, wo wir so komplett ausgerastet sind. Diese andere Map, Leute! Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße! 52 Minuten und ich spawne immer noch auf dem gleichen Müllfeld wie am Anfang! Ich hab keine Lust mehr! Guckt euch mal diese Burg hier an. Was? Ey, okay, das ist crazy, Mann. Das ist heftig, Mario Digga. 64 ja, das ist eine Mario 64 Meisterburg. Echt jetzt? So, Spawnpoint auf jeden Fall hier geholt an der Stelle und dann geht's auf jeden Fall, würde ich sagen, los, ne? Hier runter. Ja, war schon mal nicht so klug. Hier ist ein Dingens, Grenades. Gegenstand Spawnpoint, ah. Hast du bekommen? Okay, 9 Impulse jetzt habe ich jetzt. Wo bist denn du jetzt? Boah, ist das schwer, Alter. Oh mein Gott, und da oben soll man reinkommen. Ja, Heidewitzka, ey. Ach, da bist du hin. Das hier, aber das ist ja wieder maximal RIP hier an der Stelle, ey. Wo muss man jetzt hin? Ja, da oben ist das Fenster. Ja. Warte, also man muss halt. Ja, das ist halt das Ding. Das ist halt ultra schwierig, ne? Alter, als ob das geht. Okay. Ja, man okay, muss halt direkt rein. Man oder? Muss halt direkt. Ah, das warte. Ich hab einen Plan. Oh, ich hab's fast geschafft. Okay. Ist ja auch egal, Leute. Auf jeden Fall eine richtig nice Adventure-Map, die extrem geil aussieht, wirklich im Großen und Ganzen. Gefällt mir übertrieben gut. Vor allen Dingen hier draußen die Burg, Leute. Wenn wir sie nochmal anschauen hier, das ist auf jeden Fall echt ein sexy Teil auf jeden Fall. Also im Großen und Ganzen richtig stark. Wieso habe ich dich jetzt umgebracht? Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Leute, ich würde sagen, auf jeden Fall ab in die nächste Map. Die gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig gut. Weiter geht's. LOL, Escape the Death Star, Digga. Nee. Dem Todesstern entkommen. Nee. Ja, moje. Okay, nee. Leute, das könnte spannend werden. Oh mein Gott. Lol, das sieht wirklich aus wie der Todesstern hier vorne. Guck mal. Alter, hier saß doch der Darth Star Wars. Ja, aber Sterne sind doch gelb. Ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Okay, wir müssen aus dem Todesstern rauskommen. Hey, wie geil sind denn diese Türen hier gemacht? Guck mal. Alter, what? Ist okay, das ist ziemlich geil, Alter. Das ist ziemlich geil. Okay, Leute. Wollen wir da reingehen wow. mal? Das ist ziemlich nice hier. Ja. Sind wir jetzt escape? Sind wir jetzt raus? Kann man hier irgendwie runterfallen? Ja, man kann runterfallen. Aber man stirbt halt. Da ist eine Tür. Da ist eine kleine Tür. Ich hab sie gesehen. Okay, warte. Komm mit hier lang. Ah, hier. Hier lang. Aha. Vorsichtig bitte. Bitte Abstand halten. Halten Sie bitte Abstand von mir, ja? Guck hier. Alter, du bist ein Genie. Ah, da ist die Falle. Oh mein Gott. Okay, wie kommen wir hier raus? Nein. Da ist eine Tür oben. Wo? Ich hab geschafft in die Tür. Schafft man das hier überhaupt? Ich hab's geschafft. Ich warte okay. Ich bewege mich keinen Zentimeter. Kein Zentionometer. Ein Zentimeter bewegt. Ich hab's gesehen. Alter. Kannst du die Falle auslösen? Nee, ich bin ja weg hier. Ich würde sagen, wir enden mal ganz kurz das Game, weil ich möchte eigentlich mal die Map von außen gucken, tatsächlich. Mal ganz kurz schauen, Leute. Mal gucken, ob wir den Todesstern mal von irgendwo sehen können. Weil das ist eigentlich tatsächlich das Interessanteste für mich. Oh mein Gott, guck mal. Ja, Mann, Digga. What? Okay, das ist crazy nice. Das ist wirklich cool. Yo, guck mal diesen Ding da oben an. Schaut euch mal das hier an. Das ist gemacht von Maker Makes YouTube, Alter. Okay, der Todesstern hier vorne, Leute. Extrem starke Map, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Da kann man auf jeden Fall mal klatschen, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass wir die komplette Map mal durchzocken, Tobi, nicht? Dann lasst auf jeden Fall da mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, ich habe gerülpst und wir schauen uns gleich die nächste Map an. Juhu! Nächste Map, Leute, ich bin gespannt. Oh, ein The Block ist es. Oh nein. Oh, oh! Was? What? Was ist das? Das die kommt.
Erkennst du es nicht? Das ist die komplette Fortnite-Map. Okay, Leute, da starten wir auf jeden Fall mal das Game. Fortnite-Map. Alter, wow, okay. Das ist die Fortnite-Map. Ja, Tobi, wir haben es verstanden. Check this out. Hier unten Battlefield. Dann haben wir hier Dusty. Okay, wir landen Paradise. Lol, guck mal, wie süß. Okay, warte, ich lande oben am Hotel, ja? Jo, ich lande hier bei den Häusern. Warte, ich mach die Kiste mal auf. Ich habe ein Jagdgewehr. Okay. Hä? Ich habe keine. Hier sind Gegner, glaube ich, irgendwo bei dem Haus. Warte, hier in der Mitte, Norden. Okay, hab ihn. Norden. Ey, schau dir das mal an, bitte. Hier vorne ist Jerusalem, diese Wüstenstadt. Dann hat's hier die Tankstelle. Hier die Oase, Junge. Lol. Und die okay, das ist krass. Ey, das ist richtig krass gemacht, oder? Das ist richtig heftig, Mann, wirklich. Okay, meinst du, Tilt ist der Meteor eingeschlagen? Lol. Alter, übel modern. Ist gut gemacht? Sieht geil aus, ja. Ich check mal ganz kurz Tilt aus. Ich bin hier. Warte mal. Sorry, dass ich dich gerade umgebracht habe. Wollte ich nicht, ne? Nur, dass du es weißt. Ja, ist okay. Ey, das ist ja mal ultra geil. Hier müsste man eigentlich mal Verstecken oder sowas drauf spielen, ne? Oder mal wirklich ein 1 gegen 1 drauf machen mit irgendwem. Weil hier bauen kann man ja nicht. Hier ist Ding ist Frosty Flights. Dann ist hier ehemals Greasy Groove. Hier Battlefield. Nee, nicht Battlefield. Wie heißt es nochmal? Was? Hier die Minenkacke. Wie heißt denn das nochmal? Shifty Shafts. Genau, Alter. Oh mein Gott, Tilted ist ja mal richtig geil. Mega modern, ne? Oh mein Gott. Guck mal, Digga. Lazy Loot Lake, Alter. Lazy Loots, Alter. Boah, das ist... Lazy Links! Es gibt Lazy Links noch, Alter. Oh, ich hab Lazy Links so geliebt, Mann. Das fehlt mir so sehr. Okay, das ist aber die alte Fortnite-Map. Was ist das denn hier? Ist das ein The Block? Ist das dieses Tony Stark Haus? Ist das nicht von Avengers? Hä? Keine Ahnung, warum das hier steht. Hier ist LOL. So guck mal hier, Tobi. Guck mal hier. Das ist krank. Hier vorne? Guck mal hier. Und da oben ist der Battlebus. Schau mal, da ist der Battlebus. What? Okay, krass. Die Map kann ich noch nicht. Das ist richtig geil. Das ist Retail. Guck mal, Hundehaus. Komm, Hundehaus. Ey, Hundehaus explodiert. Oh, man kann die Map kaputt machen. Was ist jetzt runter? Ja, ja! Nein! Nein! Ich habe überlebt, ich hatte Chilis drin. Das ist eine ziemlich geile Map, kann man nicht anders sagen, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass wir hier mal irgendwas drauf machen, Hide and Seek, 1 gegen 1 oder von mir ist auch einfach gar nichts, dann lasst unbedingt einen Daumen da oben da. Ich habe nämlich endlich Tilted Towers kaputt gemacht. Ja! Yeah! Tilted stirbt! Oh! Ja. Leute, das war's mit diesem Video. Auf jeden Fall mega geile Kreation, die ihr hier reingesendet habt. Wirklich, wirklich fett. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf neue Vorschläge. Schreibt sie jetzt unbedingt in die Kommentare. Schaut definitiv bei Tobi, dem Ehrenmann, vorbei, Leute. Er hat's verdient und ich küsse eure Augen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich fahre jetzt hier noch ein bisschen auf der Rennstrecke rum. Bis dann. Macht's gut. Ciao.